Wenn ihr oft kleine Schaltungen baut im Niedervoltbereich, vielleicht bis 12 Volt, und öfters mal einen Schalter oder Taster braucht und nicht jedes Mal viel Geld ausgeben wollt, habt ihr hier eigentlich das Perfekte. Zum einen ist es auf jeden Fall ein Öffner und ein Schließer, der natürlich auch durch diesen kleinen Holz, durch dieses kleine Rundholz an ausgeschaltet werden kann. So ist natürlich ein An- und Ausschalter. Und so hättet ihr auch einen Taster als Öffner und als Schließer. Also eigentlich sehr individuell, gibt es eigentlich so nicht zum Kaufen, dass man tatsächlich einen Taster hat, eben zum Ausprobieren, Öffner und Schließer mit Selbstheilung und natürlich nicht. Genau, ganz einfache Sache. Ihr nehmt eine Wäscheklammer, an diese Wäscheklammer lötet ihr vorne zwei Reißnägel rein und diese zwei Reißnägel schließt ihr dann natürlich an die Spannungsquelle an und an euren Widerstand bzw. euren Verbraucher, den ihr später verwenden wollt. Tolle Sache, ganz billig und ganz einfach nachzubauen.